Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Es ist wieder Freitag und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist, denn ich habe heute einen wundervollen Gast hier, den ich schon eine ganze Weile kenne, beziehungsweise haben wir uns kennengelernt 2017 auf einem großartigen Seminar. Und das war alles außergewöhnlich. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Bilder noch im Kopf. Ich habe sehr, sehr viele Momente im Kopf, wo ich mit Nick gemeinsame Momente teilen durfte und freue mich riesig, dass er heute bei mir ist, denn Nick Martin ist jemand, der mich echt begeistert hat. Das ist jemand, der unfassbar authentisch ist und bewiesen hat, wie man einfach mit seiner authentischen Art durchstarten kann, auch wenn viele Fehler entstehen, wir nicht immer genau wissen, wo die Reise hingeht, er aber definitiv seinen Weg gefunden hat und Menschen aktuell als Inspirational Speaker von den Bühnen begeistert und inspiriert. Er hat nämlich eine eigene Show, die nennt sich 6 Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf. Und da hat er die letzten Jahre über 20.000 Menschen in ganz Europa schon begeistert und bewegt. Er ist zweifacher Autor, Spiegel-Bestseller-Autor von die geilste Lücke im Lebenslauf und das neue Buch Die dunkle Seite. Und er ist dazu auch noch Gründer der Travel University, einer interaktiven Online-Plattform, wo du deine Langzeitreise planen und umsetzen kannst. Und wir sprechen heute über die Generation Z, was diese Menschen bewegt, wie wir mit diesen Menschen umgehen und warum eine Lücke im Lebenslauf viele Vorteile hat. Herzlich willkommen, lieber Nick, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Das war mal ein schönes Intro. Das freut mich. Da gut recherchiert. Und ja, es ist schon sehr lange her, als wir uns das letzte Mal live gesehen haben. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass es endlich mit dem Podcast geklappt hat und dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Ich freue mich, dass du überhaupt Zeit hast. Denn gestern warst du noch auf einer Riesenbühne, hast deine Show durchgeführt und bist jetzt kurz davor, wieder auf die nächste Show zu gehen. Da sprechen wir auch nochmal drüber. Also ist es für mich eine Ehre, dass du überhaupt für mich Zeit hast. Nick, erzähl doch mal ganz kurz, das ist die geilste Lücke im Lebenslauf, das klingt gerade so cool, hätte ich irgendwie auch gern. Alle sind ja immer vom System so geprägt, wir müssen den perfekten Lebenslauf haben, damit du den Wunsch- oder Traumjob deines Lebens kriegst. Du machst es anders, du sagst, eine Lücke im Lebenslauf ist einfach geil. Erzähl mal, warum. Genau. Also ich muss sagen, die geilste Lücke im Lebenslauf, der Titel von meiner Live-Show beziehungsweise dann auch von meinem Buch, gebe ich zu, hört sich ein bisschen plakativ an. Es triggert sehr viele Menschen. Und da gibt es verschiedene Blickpunkte, wie man das natürlich betrachten kann. Und meine Idee, als ich damit angefangen habe, 2016 mit meiner Bühnenshow aufzutreten, um den Leuten zu zeigen, was ich alles beim Reisen erlebt habe und wie schön Reisen sein kann, auch wenn man diverse Fehltritte unterwegs machen kann, dass es wirklich eine Lücke im Lebenslauf darstellt. Oder eine andere Blickweise ist, will ich wirklich für jemanden arbeiten, der meine Reisen durch die Welt als Lücke im Lebenslauf sieht? Und ich muss auch zugeben, wenn du selber eine Weltreise organisierst und planst und auch durchführst, dann reist du nicht einfach, dann hast du keine Lücke im Lebenslauf, sondern da bist du ein absoluter Experte geworden in Sachen Finanzierung, in Sachen Budgetierung. Du wirst definitiv die ein oder andere neue Sprache lernen. Du wirst lernen, wie du Tag für Tag außerhalb von deiner Komfortzone immer mit neuen Dingen irgendwie konfrontiert wirst und irgendwie versuchst, da das Beste daraus zu machen. Du wirst deine eigenen physischen, psychischen Grenzen kennenlernen, du wirst dich einfach weiterbilden. Und für mich ist eine Reise letztendlich die komplette Antithese zu einer geilsten Lücke im Lebenslauf. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache. Und ich meine, die heutige Generation Z, die haben schon diverse Vorteile, wenn es darum geht. Ich meine, du weißt wahrscheinlich auch noch dieses Geräusch, wenn man sich von früher irgendwie ins Internet einwählt und das Modem krächzt und kracht und du denkst so, hä? Und wenn du im Internet bist, kannst du nicht telefonieren. Und als ich angefangen habe zu reisen, da gab es noch kein Instagram, da gab es tatsächlich noch kein Facebook. Das kam erst in der Zeit auf. Für uns gab es dann irgendwie noch StudiVZ. Und das sind so Dinge, man wächst da ja auch rein und man gewöhnt sich ja auch so an einen gewissen Standard vom Leben, dieser Lebenskomfort. Und das kann nicht nur ein Vorteil sein, sondern das kann mittlerweile auch ein Nachteil sein für die heutige Generation Z, die sagt, ja,
für mich ist es gar nicht mehr so wichtig, einen Job für den Rest meines Lebens zu haben. Ich habe andere Prioritäten, wie ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ich will mein Leben in Freiheit genießen. Oder ich will selber was machen. Und die Zeiten waren nie einfacher, sich irgendwie selbstständig zu machen. In verschiedenen Medien. Und also ich meine, früher, du hattest nur Radio, dann hattest du nur TV. Mittlerweile hast du YouTube, du hast TikTok, du hast Instagram. Also du hast ja sehr, sehr viele verschiedene Medien, wo du dich halt auch als Experte in deinem Bereich positionieren kannst und da halt auch wirklich Gas geben kannst. Ja, absolut. Ja, du sagst da echt gerade was echt Cooles, gerade zum Thema Generation Z, die frei liebend sind, selbstbestimmt sind und die jetzt einfach reisen wollen, auch wenn sie vielleicht gerade aus der Ausbildung kommen oder noch gar keine haben. Bei uns war das so, wie du sagst, da war es zuerst so, okay, Ausbildung machen, fängst an zu arbeiten. Und wenn wir das alles so hatten, dann wollten die meisten eine Weltreise machen. Du warst komplett außerhalb der Norm, du hast es dann gleich gemacht. Weil ich kann mich noch gut erinnern, so an manche Freunde, die gesagt haben, okay, ich mache jetzt erst Ausbildung, Studium und dann mache ich erstmal eine Weltreise und fange dann an zu arbeiten. Die Generation Z macht das ja heute genau andersrum. Die sagen, ich will jetzt erstmal was erleben, mich selber finden, meine Freiheit genießen und erstmal reinfühlen, was will ich denn? So, und dann bewerben die sich irgendwann mal bei den Arbeitgebern und die wissen dann ja gar nicht, die Arbeitgeber, wie gehe ich denn jetzt mit diesen Menschen um? Weil die bewerben sich dann auch einfach irgendwie über Instagram und schreiben eine Nachricht, ja, ich habe Interesse. Mhm. Punkt. Wie geht man denn mit solchen Menschen, mit der Generation Z um? Also wenn dein Tipp jetzt an die Arbeitgeber, an die HRler, an die Führungskräfte, die jetzt Menschen einstellen, die alle gerade erzählen, wir finden keine Leute und Fachkräfte gibt es ja sowieso nicht. Was mache ich mit der Generation Z? Also ich muss ja sagen, ich weiß, du hast ein Buch geschrieben, anstatt Fachkräftemangel ist es Machtkräftemangel. Und das ist tatsächlich auch ein Anhaltspunkt für mich. Ich hatte auch schon die ein oder anderen Erfahrungen, wo ich sage, ey, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich bin nur noch der Feuerlöscher in meinem eigenen Unternehmen und versuche irgendwie alles Mögliche zu machen. Denn Selbstständigkeit, ne? Du arbeitest selbst, du arbeitest ständig. Es ist so, so habe ich auf jeden Fall angefangen. Und für mich war es, glaube ich, gar nicht so wichtig, was in dem Lebenslauf drin steht, sondern was wirklich das Motiv hinter der Bewerbung ist. Mhm. Also wirklich, auf meiner Show sage ich auch, glaubt ihr, ich kann euch motivieren? Und viele melden sich, sage ich, nee, das ist Bullshit. Ich kann keinen anderen Menschen motivieren. Du kannst nicht von außen motiviert werden. Du kannst inspiriert werden. Aber das Motiv, also zum Lateinischen Motivo, das ist ein Bewegbild. Das kommt immer von innen. Und wenn sich Leute auf eine Stelle bewerben und sagen, hey, pass auf, also wenn einfach eine Nachricht kommt, ey, ich habe gehört, du suchst jemanden, hiermit bewerbe ich mich, dann ist das für mich schon ein absolutes No-Go. Nämlich, da kann ich noch kein Motiv daraus lesen. Wenn mir aber jemand schreibt, Nick, holy shit, ich habe dich irgendwie entdeckt und ich habe jetzt deine Bücher gelesen und ich habe in einen Podcast reingehört oder ich habe diesen, das und jenes gemacht und ich habe Rückfragen, wie hast du es geschafft, als Kultur- und Kulturpilot ausgezeichnet zu werden vom Bundesministerium für Wirtschaft. Also ich habe das jetzt natürlich sehr spezifisch auf mich ausgelegt, aber wenn jemand mit einem Motiv ankommt und zu sagen, ich finde es geil, was du machst, ich finde es stark, was du für eine Vision in die Welt draußen tragst, in die Welt rausträgst und ich will dich an deiner Mission unterstützen. Mhm. Das ist für mich ein Motiv, wo ich dann sagen würde, den oder diejenige würde ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen näher anschauen, beziehungsweise mal in ein Vorstellungsgespräch einladen, um einfach mal zu gucken. Mhm. Oder eine Mitarbeiterin von mir, die Carina, die macht für mich Podcast schneiden und pipapo, die hat sich bei mir gemeldet und hat gemeint, ich finde es einfach mega, was du machst und ich will dir dabei helfen. Da war nicht sowas wie, was ist denn der monatliche Verdienst dabei? Wie ist es mit den Urlaubstagen? Sondern sag mir, was ich zu tun habe. Ich will davon lernen. Also wenn die Leute wirklich wissbegierig sind und wirklich Gas geben wollen und mal abseits von dieser, hiermit bewerbe ich mich um die ausgeschriebene Stelle vom Blablabla in der Zeitung Blablabla. Die Zeiten, die sind vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das muss man, glaube ich, auch aus Sicht vom Arbeitgeber auch verstehen, dass sich ich meine, wir als Arbeitgeber können natürlich auch ziemlich viel stalken auf Social Media, wie die Person drauf ist. Aber andersrum funktioniert das auch. Und ich glaube, da muss ein gegenseitiger Respekt, aber auch eine Empathie bestehen, damit man halt auch wirklich ein passendes Match findet.
Was glaubst du denn, können die Arbeit oder sollten die Arbeitgeber anders machen, gerade auf Social Media, Webseiten? Weil wie du sagst, das ist schon längst vorbei, dieser klassische das Bewerbungsanschreiben, das wird nicht mehr so kommen, wie es mal war. Die Arbeitgeber glauben das immer noch. Was glaubst du, sollten die denn verändern, gerade auf Social Media? Schlagwort Community, Community Building. Ich meine, wie baut man eine Community auf? Wer ist in so einer Community drin? Es sind meistens Menschen, die an dir, an deinem Produkt, an deiner Mission, an deiner Vision interessiert sind und das feiern. Natürlich, als Personal Brand ist es doch ein bisschen was anderes als, ich sage jetzt mal, ein klassisches Unternehmen. Aber wenn du jemanden hast, der dir aus Interesse wirklich folgt, das sind doch dann eigentlich die besten Fische im Teig, die du rein Voll. theoretisch recruiten kannst, um, ich sage jetzt mal, dein passendes Match zu finden. Und ich glaube, was auch Arbeitgeber zur heutigen Zeit ein bisschen vergessen dürfen, ist, die Arbeitnehmer aus heutiger Sicht, die haben ein Luxusproblem, in dem sie sich wirklich Jobs aussuchen können. Das ist nicht mehr so was wie, es kommen 200 Bewerber auf eine Stelle, sondern das ganze 300 Spektrum. Arbeitgeber, ja genau. Das Die ganze. Arbeitgeber dürfen sich jetzt bei den Arbeitnehmern bewerben. Richtig. Ich hab einen ehemaligen Schulkollegen, der habe ich damals beim Einkaufen auf dem Parkplatz getroffen. Und der hat zu mir gemeint, das Unternehmen geht heute mittlerweile schon an die Schulen, bevor das Abitur geschrieben ist, hält einen Vortrag und versuchen sich schon Leute rauszufischen oder im Studium. Also die haben extremen Mangel. Und da ist es natürlich wichtig, von vornherein dann auch wirklich ein Bild nach außen zu geben und zu sagen, hey, pass auf, wir machen das, wir stehen für das, das sind unsere Werte. Ich glaube, Wertesystem ist unwahrscheinlich wichtig heutzutage. Es geht nicht mehr darum, was man produziert, was man herstellt, sondern was tust du wirklich mit deinem Unternehmen? Und wenn ich sage, ich habe es mir auf meine Karte geschrieben, anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Leben als persönliches Abenteuer irgendwie auszuweiten und mit einem riesengroßen Grinsen durch die Welt zu reisen und im Nachgang diese Menschen dann natürlich dann auch mehr oder weniger damit aufpäppeln, um zu sagen, hey, pass auf, du hast deine Erfahrung gemacht, jetzt geh du raus und helf anderen weiter. So als, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt als Samariter, aber ich habe da eine gewisse Vision dahinter und da stehen ja auch Werte dahinter. Und wenn das Leute auch wissen und ich diese Werte nach außen austrage, auf Social Media oder egal wo, und die Leute dadurch gecatcht sind, ich glaube, das ist so diese A-Mitarbeitergesellschaft, die man erst verhändern sucht. Voll, bin ich 100% bei dir. Und das trifft es gerade wieder so vollkommen auf den Punkt, was du hier gerade sagst. Erstens die Sichtbarkeit, zweitens Community aufbauen. Was sind deine Werte? Wo geht die Reise hin? Ich nenne das Ganze mal Fanmodell. Deswegen heißt es auch Phänomenal Führen Podcast, weil wir ja Fans kreieren und das schaffen wir eben nur, wenn wir einen Rahmen kreieren, wo sie gerne einsteigen, ein Wertesystem haben, was wir zu 1000% leben. Und auch den Menschen zeigen, okay, hier geht die Reise hin, bist du bereit, mit einzusteigen? Und da bin ich absolut bei dir, dass die Organisationen alle viel mehr in die Sichtbarkeit gehen dürfen, sprich auch auf Social Media und von Menschen sowie von dir lernen können. Ja, wie baue ich denn wirklich ein Brand auf? Und das muss nicht immer eine Einzelmarke sein, so wie du jetzt, sondern das kann ja auch die ganze Organisation sein. Und du hast Absolut. ja eine Travel University gegründet. Und das da geschafft, eine Community zu kreieren. Und genau das funktioniert ja in Organisationen auch. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt mal, ich komme ja aus der Gastronomie ursprünglich, Gastronomie suchen jetzt gerade alle ohne Ende, Hotellerie auch. Wenn jetzt so ein Hotel oder eine Gastronomie, wenn du jetzt sagst, hey Leute, geht mehr in die Sichtbarkeit, wie können die denn eine Community aufbauen? Stichwort Empathie. Da würde ich sagen, okay, bevor ich jetzt da als Hotel also ich habe früher auch sehr viel in der Gastro gearbeitet, auch sehr viel meiner Jobs im Ausland hat mit der Gastro zu tun. Ich war auch schon ein oder andere Barmanager auf irgendeiner Bar auf den Fidschis oder in Ecuador. Da musste ich kein Marketing dafür machen, aber ich würde mir zur aktuellen Zeit es wahrscheinlich so angehen, wenn ich ein Hotelbesitzer wäre oder irgendwo einen Gastrostand hätte, ich würde mich überlegen, wie kann ich meine Produkte am besten verkaufen oder Mitarbeiter bekommen, sondern ich würde mich versuchen, in den Kopf von den Leuten, die ich mir wünsche, reinzusetzen. Also so diesen Wunsch-Avatar aufzubauen. Und zur heutigen Zeit,
natürlich sucht jeder händeringend, weil bedingt durch Corona einfach aufgezeigt hat, dass es ein sehr, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt unsicherer Job ist, aber es sind halt sehr viele Arbeitsplätze weggefallen, bedingt durch die ganzen Maßnahmen, die wir in den letzten 2 Jahren von Pandemie bekommen haben. Was wünschen sich denn die Menschen, die gerne in der Gastro arbeiten würden, von ihrem Arbeitgeber? Sind es flexible Arbeitszeiten oder sind es irgendwie, gut, ich meine, ich bin jetzt auch eher im Online-Unternehmen technisch drinnen, aber ist es eine gewisse Grundabsicherung? Ein Kollege von mir hat es mal richtig schön ausgedrückt, und zwar hat gemeint, ortsunabhängiges Arbeiten ist der neue Firmenwagen. Will ich kurz erklären. Cool. Ja. Früher hatte ich auch einen eigenen Firmenwagen. Schön irgendwie, ne? Audi A3 Sportsback, tiefer gelegt, getönte Scheiben, fette Alufelgen drauf. Das war für mich richtig, richtig toll. Heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, wir wie so ein kleines Gefängnis. Und ich würde lieber präferieren, flexibel zu arbeiten als Arbeitnehmer oder ortsunabhängiger zu arbeiten oder die Möglichkeit zu haben, Homeoffice zu machen, jetzt nicht nur pandemiebedingt, als einen Firmenwagen zu haben. Das heißt, die Mentalität von den Arbeitnehmern hat sich ja auch in den letzten Jahren gewandelt und die priorisieren andere Dinge. Also viele der Generation Z ist es mittlerweile eigentlich mehr egal, wie viel sie verdienen, solange sie genug Freizeit haben, solange sie vielleicht ortsunabhängig sind, solange sie vielleicht in dem Unternehmen auch ein bisschen was zu sagen haben. Und ganz früher bei meinem alten Arbeitgeber, ich habe es gehasst, dass wenn ich versucht habe, was einzubringen, hieß es gleich, nee, der ist jung, ist vielleicht ein Azubi, funktioniert nicht wirklich. Ja. Mach erst so, mal 3 Monate und dann können wir genau, uns richtig. So dieses, du bist ein Praktikant, du hast BWL studiert, sehr schön, kannst du mir einen Kaffee holen. Ja. Das ist halt so, da kriege ich die Krise. Ich finde es wichtig als Arbeitgeber, dass du, ich liebe es in bildhaften Vergleichen zu sprechen, aber stell dir eine Autobahn vor. Mhm. Die ist 3- oder 4-spurig, egal. Du hast links und rechts aber eine Leitplanke. Mhm. Diese Autobahn ist mehr oder weniger der Weg, den dein Unternehmen fährt. Und du hast links und rechts Leitplanken, was dein Wertesystem angeht, dein Betriebsmanual, also wie die Leute da fungieren, was von denen vielleicht auch erwartet wird und so weiter und so fort. Du gibst denen nur Leitplanken. Ja. Innerhalb dieser Leitplanken, egal ob auf der linken, mittleren oder rechten Spur, wie die sich bewegen oder ob die mal wechseln, das soll denen doch überlassen werden. Ja, absolut. Ich finde es so schön, wenn du in einem Unternehmen bist und hast von Tag 1 dieses Gefühl, Mitspracherecht zu haben. Auch wenn es irgendwie die 21-jährige Annalena ist, die von Tuten und Blasen betriebsbedingt noch gar keine Ahnung hat, aber sie fühlt sich geschätzt und anhand von ihrer Expertise, was sie vielleicht in ihrem Privatleben vorher auf Social Media irgendwie gemacht hat, kann sie Ideen einbringen. Und dadurch sagt sie, hey cool, da kann ich Verantwortung übernehmen und auf einmal hast du gleich ein ganz anderes Bewegbild von innen, ein Motiv von der, bleiben wir mal bei der 21-jährigen Annalena, die sagt, hey geil, ich würde mich da gerne weiterbilden. Ich würde gerne vielleicht in dem und dem Team irgendwie was aufarbeiten, was wir vielleicht noch nicht hatten. Ich würde Dinge vielleicht testen wollen. Funktioniert das? Und so weiter und so fort. Also die Leute haben eine ganz andere Motivation dahinter und ich glaube, als Arbeitgeber solltest du denen mehr oder weniger auch die Chance geben, sich auch zu entfalten. Voll. Das ist nämlich das Problem, dass die Arbeitgeber diesen Freiraum oftmals gar nicht gewähren. Und deswegen ist der Begriff Fachkräftemangel auch entstanden, weil wir nämlich wirklich ein Führungsthema haben. Und der Fachkräftemangel ja nicht irgendwo herkommt, sondern es liegt in meiner Welt an den Führungskräften, die eben diesen Freiraum nicht gewähren, die einfach nur managen, anstatt wirklich zu führen und zu führen, genau das, was du alles gerade beschrieben hast, zu tun, damit die Menschen sich entfalten können, damit die Menschen ihren Kopf einschalten können und kreative Ideen einbringen dürfen und auch Fehler machen dürfen. Mhm. Und die meisten Führungskräfte, mit denen ich mich dann unterhalte, sagen dann immer, ja, aber die können ja alle nichts. Wo ich dann auch immer sage, ja, aber das Wichtigere ist ja das Wollen, diese intrinsische Motivation, dass die Lust haben und Ideen haben, die sie einbringen wollen und das Können, das ist ja deine Aufgabe, den Menschen beizubringen.
Und da würde ich auch gerne nochmal so auf dein Beispiel zurückkommen, weil du ja auch gesagt hast, du hast einfach mal losgelegt am Anfang. Du wusstest ja auch nicht, wie funktioniert es auf der Bühne. Du hast Erfahrungen gesammelt, wo andere denken, oh mein Gott, ich höre jetzt sofort damit vielleicht wieder auf. Mhm. Und du hast einfach weitergemacht, weil du wolltest, du hast so gebrannt innen drin und du bist für mich auch echt so eine Machtkraft. Ja, wir kennen uns schon eine Weile. Ich habe ja gesehen, was du alles so mega auf die Beine gestellt hast. Und du bleibst einfach dran, setzt es um, egal was passiert. Dieses egal, ich mache es trotzdem. Da kommen jetzt ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Ich versuche das mal irgendwie klar und deutlich rüberzubringen, dass man das auch versteht, was da gerade in meinem Kopf abgeht. Ja, ich habe viele Dinge umgesetzt. Und von 100% von diesen Dingen hatte ich noch nie irgendwie eine Ahnung zuvor. Beispiel Events. Ich habe 2016, bin durch die Welt gereist, ich habe sehr viele Backpacker-Erfahrungen, ich war low-budget-mäßig unterwegs, habe irgendwie in Australien gedumpster-dived und sonst irgendwas. Irgendwann hatte ich unwahrscheinlich viele Reiseerfahrungen, habe als Reisejournalist für eine Schweizer etablierte Fluggesellschaft gearbeitet und dann irgendwann die Idee gehabt, ich würde gerne meine Geschichte auf der Bühne präsentieren. Aber jetzt nicht als typischer Reisevortrag, sondern... Und dann war leer. Ja, sondern ja, als was, keine Ahnung. Das Feedback von außen war immer nur, ach nee, nicht noch so einer, der irgendwie so einen typischen Multivisions-Dir-Vortrag macht. Habe ich gemeint, nee, das will ich nicht. Ich will was anderes. Ich will den Nick auf der Bühne haben, mit seinen Geschichten, mit seiner Energie, ohne dass ich irgendwie nur Bilder zeige und sage, ja, das ist Norwegen, klick. Das sind die Fjorde in Norwegen, klick. Das sind die Nordlichter in Island, klick. Sondern bei mir ist es das Storytelling. Mhm. Anscheinend habe ich für das Storytelling ein Talent. Früher war ich immer so der Klassenclown in der Klasse, um Leute irgendwie zum Grinsen zu bringen. Ich wollte meine Lehrer eigentlich nie nerven, aber habe ich natürlich trotzdem geschafft damit. aber irgendwann habe ich halt dieses 1 und 1 zusammengezählt. So der Klassenclown von früher plus die Reiseexpertise von über 6 Jahren Weltreisen zusammengenommen. Und das war das Prinzip von die geilste Lücke im Lebenslauf. Meine erste Show, die ging 5,5 Stunden. Danach musste ich abbrechen, weil die Leute gesagt haben, sorry, mein Po tut weh, wir können nicht mehr sitzen. Ich kann mittlerweile, glaube ich, Vorträge über das Vorträge halten, weil es so viel schiefgegangen. Ob der Beamer kaputt gegangen ist, ob der Hausmeister irgendwann den Strom abgeschalten hat, die Jalousien runtergegangen sind, wir eingeschlossen wurden und. Also ich habe mittlerweile über hunderte Shows in 4 Ländern gegeben und da kommt sehr viel zusammen. Aber genau das ist der springende Punkt. Ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht jede einzelne Erfahrung vorher durchlebt hätte. Also ich habe nicht wortwörtlich, aber im übertragenen Sinn, Scheiße gefressen. Aber das war alles okay und es war gut. Ich habe Fehler gemacht, um aus diesen zu lernen, damit ich besser werde und diese Fehler nicht nochmal wiederhole. Und mir liegt auch so ein Spruch die ganze Zeit auf der Zunge, als nachdem du gesagt hast, du bist so eine Machtkraft und es ist auch dieses typische, wir erwarten von jemandem, der jung ist, aber schon irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat. Jeder will was sein, aber keiner will etwas werden. Wenn Leute mich ansprechen, boah, ich würde gerne auf Weltreise gehen und danach, wie hast du es geschafft, ein Buch zu schreiben? Und wie hast du es geschafft, einen Spiegel-Bestseller rauszuhauen und so weiter. Das ist 10, mittlerweile 12 Jahre Arbeit, die da drin steckt. Am Anfang wusste ich noch nicht, dass das meine Arbeit sein wird. Aber das sind ja alles Erfahrungswerte, die ich gesammelt habe. Und wenn dann heute jemand auf mich zukommt und sagt, Nick, ich beneide dich um dein Leben, dann sage ich, nee, stopp. Du hast es in völlig falschen Hals bekommen. Nicht beneiden. Nimm es als Inspiration auf und zieh dein eigenes Ding durch. Ja. Aber denk dran, ich bin auf dieser imaginären Leiter schon ein paar Stufen weiter. Es ist auch völlig okay, aber jeder hat so diese Idee, jemanden zu sehen und die wollen genauso sein, aber die haben nicht so, ich sag jetzt mal, die Eier bzw. die Eierstöcke in der Hose, um etwas zu werden, um zu dieser Person zu bekommen. Aber genau das, was du gesagt hast, machen ja Machtkräfte, dass du sagst, hey, bitte beneide mich nicht, genau. Nimm mich als Inspiration und entdecke, gehe nicht in meine Fußstapfen, sondern hinterlasse deine eigenen Fußstapfen. Absolut. Das machen ja genau Machtkräfte, weil die Manager oder die klassischen Führungskräfte, da steigt das Ego ja noch höher, wenn manche das sagen. Die finden sich dann geil, als wären die Erfinder und King auf Erden. Ja. Und nur das, was die machen, zählt. Und du musst genauso werden wie ich und das genauso machen wie ich. Aber das ist ja eben genau der falsche Weg.
Absolut. Also das Ego sollte eigentlich immer vor der Tür bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch ein sehr, sehr großes Ego, wurde aber irgendwann auch gebrochen. Und ich glaube, das war auf dem Fortführungsseminar, wo wir uns auch getroffen haben, wo ich dann gemerkt habe, so wow, wenn ich irgendwas erreichen will, dann kann ich das A nicht alleine, dann will ich das doch nicht alleine. Und was am schönsten dabei ist, ich meine, klar, die Selbstständigkeit kann absolut, oder Unternehmertum kann absoluter Horror sein, dann macht man auch irgendwas falsch. Aber es kann auch das Schönste auf Erden sein, zu wissen, dass man an einem Montagmorgen aufsteht und glaub mir, da sprechen wir beide wahrscheinlich aus Erfahrung, nicht jeder Montag ist, yay, geil, endlich ist Montag. Natürlich gibt es auch ein paar doofe Arbeiten, die man machen muss. Ich hasse zum Beispiel Bürokratie. Aber es gibt doch nichts Schöneres, als an einem Montagmorgen aufzustehen, Bock zu haben, ich sage jetzt mal, Dinge abzureißen, also im ja. Bildhaften gesprochen, und damit auch zu wissen, was Gutes zu tun für andere. Ob das jetzt als Arbeitgeber ist oder einfach in der Selbstständigkeit durch deine Dienstleistung, durch deine Produkte, durch deinen Service, anderen Menschen die Hand zu reichen und denen auch hochzuhelfen. Und ich glaube, das ist so das, was diesem klassischen Managerverhalten, wie du es angesprochen hast, heutzutage fehlt. Ja. Total. Und das ist auch das genau das, was die Generation Z möchte, was die brauchen, was aber auch alle anderen wollen. Also ich merke auch, die etwas älteren Hasen in Anführungszeichen sehnen sich nach Veränderung. Die sehnen sich danach, auch mal Erfüllung zu finden. Viele Menschen, die arbeiten gehen, die... Du hast das vorhin gesagt, Geld spielt nicht immer die Rolle. Das ist nicht die Hauptmotivation. Die Menschen wollen gerne Erfüllung haben. Die wollen nicht abends nach Hause kommen und sagen, boah, ich bin völlig fertig. Ich habe so viel gearbeitet. Aber wenn man dann gefragt wird, ja, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Können sie es dir nicht sagen? Hm. Ich weiß es nicht, aber ich bin völlig fertig. Ja. Und die Menschen wollen aber sagen können, ich habe was bewegt. Ich habe anderen Menschen geholfen. Ich habe meinem Team geholfen. Wir haben gemeinsam etwas kreiert. Das wollen sie erzählen. Und die meisten, wirklich die Masse, hat nichts zu erzählen. Und sie wollen es aber für sich rausfinden. Und dann ist natürlich ein Weg Weltreisen. Ja. Aber wie kann man das denn noch rauskriegen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt Familie, ich bin jetzt hier wirklich in Anführungszeichen gebunden. Ich kann jetzt nicht einfach 6 Monate abhauen. Also wie klar, Welt erfinden. Weltreise ist ein Tool davon. Ich muss sagen, ich schätze mich glücklich, dass ich damals mit 23 gesagt habe, ich würde gerne für ein Jahr ein Sabbatjahr machen, was dann halt schief ging und ich es nicht erlaubt bekommen habe und dann gekündigt habe und dann irgendwie für 6 Jahre durch die Welt gereist bin und mittlerweile mehr oder weniger seit 12 Jahren jetzt durch die Welt reise und meine Leidenschaft zu meiner Berufung gemacht habe. Aber Weltreisen, das ist jetzt nicht das Nonplusultra. Es ist nicht der Blueprint für jedermann, um Gottes Willen. Jeder ist da anders ja, gewired, sage ich jetzt immer. Mein eigener Bruder zum Beispiel, der ist 3 Jahre älter, hat 2 Kinder, eine Frau, hat einen Kredit aufgenommen, das zahlt er auch ab, bis er irgendwie in Rente geht. Aber der Unterschied ist, er ist damit glücklich, er hat andere Prioritäten. Mhm. Aber ich glaube, oder ich vermute mal, wenn es da jetzt Zuhörer gibt, die sagen, ja, ich würde gerne was ändern, aber ich weiß doch gar nicht, was es ist, dann würde ich einfach mal die Frage stellen, was hast du denn bisher ausprobiert? Und das ist nämlich, glaube ich, so ein Punkt, wo ganz viele auch so ein bisschen auf den Zahn gefühlt bekommen, die würden gerne etwas ändern, wissen aber noch gar nicht, in welche Richtung. Aber das ist auch völlig normal, nämlich wenn du keine Erfahrung irgendwie machst, dann kannst du deinen Horizont doch gar nicht irgendwie verändern. Denk mal das Beispiel, wie alt ist jetzt dein Kind? 3. 3. Hat es schon mal auf eine heiße Herdplatte gelangt? Nee. Noch aber ich weiß, was du jetzt meinst, zum Beispiel. Ja, pass es nicht auf die heiße Herdplatte und zack. Genau, aber Genau das ist doch der Punkt. Ich meine, ich sage in meinem Vortrag auch, einer meiner größten Learnings von über mittlerweile 12 Jahren Weltreisen ist, Fehler machen ist geil. Fehler machen ist für mich die beste Wissensquelle in meinem Leben. Ja. Die Herausforderung ist aber, wenn wir uns jetzt mal rückblickend betrachten, seitdem wir beide, Jess und ich, seitdem wir irgendwie in die Schule gegangen sind, wir so kleine Stöpsel waren, wurden wir auf Dinge benotet. Weißt du, auf was wir letztendlich benotet wurden? Also ein kleines Beispiel, wir schreiben... Nach Fehlern. Alles genau. Nur der rote Stift. Es war immer alles rot. Immer nur der rote Stift. Und je mehr Fehler, desto schlechtere Noten. Desto schlechtere Noten, desto schlechteres Zeugnis. Desto schlechteres Zeugnis, desto weniger Taschengeld von den Eltern oder sonst irgendwas. Genau. Aber seitdem wir in die Schule gekommen sind, würde in uns reingehämmert, dass Fehler machen was Schlechtes ist. Wir assoziieren Fehler machen mit etwas Negativem.
Und das ist der springende Punkt. Das sollte aus unseren Köpfen eigentlich komplett weggebügelt werden und sagen, Fehler machen ist eigentlich nur ein Synonym für Erfahrung sammeln. Ich mache jeden Tag unwahrscheinlich viele Fehler. Also auch bevor wir uns heute angerufen haben, ich habe ein paar Feuer gelöscht wegen hier Webseite down und ein paar falsche E-Mails und egal. Aber ich mache immer noch viele Fehler, aber ich weiß, ich lerne daraus, gut, das nächste Mal soll ich mir vielleicht irgendwie erstmal eine Excel-Liste anlegen, ohne dass ich halt gleich drauf losarbeite. Also so als kleines Beispiel. Aber ich mache jeden Tag Fehler. Das macht jeder von uns, aber ich habe keine Angst davor. Und ein zweiter springender Punkt ist, habe ich auch von meiner, ich sage jetzt mal von meiner Show, wenn ich das am Schluss erzähle, einer meiner Learnings neben dem Fehler machen ist, nobody gives a shit. Würde ich auch gerne kurz erklären. Mhm. Und zwar würde ich mit dir ein kleines Experiment machen, Jessie. Hattest du schon mal Ziele und Träume? Klar. Sehr schön. Hattest du, wenn du ehrlich zu dir bist, auch schon mal Ziele und Träume, die du nicht durchgeführt hast, weil du Angst hast, was andere über dich oder über dein Ziel und Traum denken? Oh ja. Okay, dann noch eine letzte Frage. Glaubst du heute nach unserem Podcast-Interview, wirst du dich heute Abend ins Bett legen und sagen, und dein letzter Gedanke wird sein, oh Gott, ich hoffe, der Nick ist erfolgreich mit seiner kommenden Tour in der Schweiz. Ob ich hoffe, oder ich weiß, du bist es. Ja, nee, aber ist es dein letzter Gedanke? Abends, bevor du einschläfst, dass du an mich denkst, an deinen lieben Podcast. Ich denke, na wahrscheinlich nicht. Okay, richtig. Ich wusste die Antwort schon vorher und ist auch völlig okay. Wenn du das in einem Raum von 600 Leuten fragst, wie viele von euch denken denn heute Abend an mich, wenn sie schlafen gehen, ob ich erfolgreich bin oder nicht, dann meldet sich keine Sau. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber das war mir vorher schon klar. Letztendlich sind wir alle so ein bisschen egoistisch veranlagt. Und klar, es gibt andere, die deine Träume vielleicht kritisieren oder darüber diskutieren wollen, ein bisschen Gossip halten. Aber am Ende des Tages wird jeder von uns sich in sein eigenes Bettchen legen und über seine eigenen Herausforderungen nachdenken und überlegen. Ja. Genau. Und wenn wir jetzt mal die beiden letzten Aussagen von dir nehmen, du hattest schon mal Angst, dass was andere denken über Ziele und Träume von dir, plus du weißt aber auch, dass sich letztendlich niemand dafür interessiert. Das widerspricht sich ja eigentlich so ein bisschen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn wir uns endlich mal trauen, unser eigenes Ich bewusst und authentisch auszuleben und darauf scheißen, was andere darüber denken oder auch sagen, dann können wir viel, viel mehr erlauben, Erfahrung zu sammeln, / Fehler machen und dadurch rauszufinden, was wir eigentlich machen wollen. Voll. Ja, bin ich ganz bei dir. Dieses Thema Fehler ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen. Ja, ich liebe ja Fehler und ich finde ja, Fehler sind Helfer. Und wenn wir das Wort mal, wenn wir zwei Buchstaben verdrehen vom Wort Fehler, kommt das Wort Helfer raus. Stimmt. Wenn du das F mit, ja, wenn du das F mit dem H tauschst, kommt Helfer raus. Aber es war bei mir genauso, auch wie du es gesagt hast. Klar hatte ich Angst, Fehler zu machen, weil wir programmiert werden von der Schule. Genau wie du sagst, ist alles nur rot. Und als ich noch selber Geschäftsführerin war und die Mitarbeiter geführt habe, habe ich mich ausschließlich auf die Stärken konzentriert. Ich habe nie geschaut, was machen die falsch, sondern immer nur gesagt, hey, das machst du mega und schau mal, wenn du das so und so machst, wird es noch besser. Mhm. Also gar weg von diesen Schwächen, Fehler, weil das stand mir selber ganz, ganz lange im Weg, wie du es gerade mich gefragt hast. Ja, ich hatte Träume, Ziele, bin sie nicht gegangen, weil ich Angst hatte, bewertet zu werden. Ja, absolut. Diese Bewertung, auch der Vergleich nach außen, also dieses, oh Gott, ich kann es noch gar nicht, ich kann doch jetzt gar nicht wie die Jessie irgendwie einen Podcast oder ein Buch schreiben oder sonst irgendwas. Ja. Ja, du bist ja aber auch nicht die Jessica oder der Nick. Du bist du und kein anderer kann du sein. Mann, das wäre jetzt richtig gutes Deutsch. Es ist nicht meine Stärke. Ich bin ja die hellste Kerze auf dem Kuchen in Sachen Deutsch. Aber was ich kann, ist auf der Bühne reden. Aber mehr brauche ich auch nicht zu wissen. Ja. Ne? Da kommen wir auch wieder damit rein. Und ja, dieser Vergleich nach außen ist auch so ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, wo viele Menschen so ein bisschen daran hindert, wirklich mal ein bisschen die Handbremse zu lösen und Gas zu geben. 100%. Genau. Und da auch nochmal zu den Firmen zurück, zu den Organisationen, die jetzt hier zuhören. Ja, geht wirklich in die Sichtbarkeit raus. Also ich kenne auch einige, die trauen sich gar nicht richtig zu posten, ein Video zu machen, weil sie Angst haben, bewertet zu werden, Angst haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, wo ich auch sage, hey, zeig doch mal euer Team. Wer arbeitet denn dort? Mhm.
Weil die Bewerber, die Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, und klar, die Generation Z, die leben da und durch Corona noch mehr, weil die hatten ja 2 Jahre nichts anderes. Das ist ihre Welt. Und wenn die Organisationen jetzt nicht anfangen, sich zu zeigen und zu zeigen, wer arbeitet denn hinter den Kulissen, können sie sich auch nicht nahbar machen. Weil der Bewerber fragt sich eine Frage, was habe ich denn davon, bei dir zu arbeiten? Richtig. Und das finde ich auch immer so schön. Ich meine, mittlerweile, es gibt ja schon das ein oder andere Unternehmen, die sich Social Media mäßig versuchen zu präsentieren. Und am Anfang wird es vielleicht auch echt doof ausschauen, aber Übung macht den Meister. Und manchmal denke ich mir, wenn ihr aber sowas macht, dann eine Bitte, das liegt mir wirklich am Herzen, macht es authentisch. Ich habe gestern tatsächlich eine Nachricht bekommen von jemandem, der hat gemeint, Nick, ich folge dir schon mega lang und durch deine Bücher und auch deine Live-Show und den Kontakt mit dir über Instagram hast du mich motiviert, dass ich mich selbstständig mache und dass du derjenige bist, der mir gezeigt hat, dass es auch völlig okay mit Snapback und mit Baggy Pants auf der Bühne zu sein und sein eigenes Ding durchzieht. Und da habe ich mir nur gedacht, ja, anders wäre es doch gar nicht möglich. Da entsteht ja eine gewisse Symmetrie. Also für mich, wie ich mich präsentiere, wie ich ausschaue, meine Werte, einfach alles, das muss ja zusammenpassen. Und wenn ich mir dann aber manchmal anschaue, wenn irgendeine Bank sich bewirbt, wenn irgendeine Bank versucht, Videos zu machen und auf einmal machen die irgendwelche TikTok-Tänze, wo ich mir denke, da ist ein bisschen Symmetrie, das funktioniert nicht. Also da gerne mal versuchen auszuprobieren, was ist es denn authentisch? Ja. Ganz ehrlich, dann doch lieber mal die neuen Auszubildenden, wenn man irgendwie eine Ausbildungskampagne macht, einfach mal fragen, hey, ganz ehrlich, mal komplett klischee, auf was freust du dich eigentlich an einem Sonntagabend, wenn du an die nächste Arbeitswoche denkst? Und dass die halt auch einfach mal, naja gut, auf den Arbeitsweg habe ich jetzt vielleicht nicht so viel Lust, aber ich finde es mega cool, dass es muss authentisch sein, es muss nicht immer alles strahlen, du musst nicht perfekt sein, sondern das Unperfekte macht's einfach perfekt. Echt, ja. Ja, da vielleicht noch eine kleine Metapher oder eine kleine Geschichte zum Schluss, wenn es okay ist. Unbedingt. Es war 2017 oder 2018, da war ich in Zürich und da war ich im Volkssaal, also im Theatersaal mit über 800 Zuschauern. Und ich war auf der Bühne und ich habe da meine Geschichte erzählt, als ich damals in Las Vegas war und aus diversen Zufällen irgendwie für eine asiatische Bachelorette-Party als Stripper in einem Las Vegas-Hotel irgendwie da performen durfte. Und ich war vor 800 Leuten und eine einzige Stimme hat während dieser 2 Sekunden Sprechpause, die ich auf der Bühne eingelegt hatte, um etwas wirken zu lassen, einfach nur ein Wort gesagt und hat gemeint, zeigen! Und das war so, okay, shit, da muss ich liefern. Ne? Dann habe ich halt mal versucht, so meine nicht wirklich tollen Magic Mike Moves auf der Bühne zu präsentieren. Und dann ist Folgendes passiert. Und zwar habe ich folgendes Geräusch gehört. Und zwar, und ich nur, oh oh. Und dann gucke ich nach unten und sehe, wie meine Hose vom Schritt bis ins Knie aufgerissen war. Vor 800 Leuten. Was meinst du, wie viele Menschen sich in Grund und Boden geschämt hätten, wenn sowas passiert? Ich meine, es ist natürlich ein komischer Moment. Aber weißt du, was im Publikum passiert ist? Die Leute sind ausgerastet, sind ausgeflippt, aufgestanden, Standing Ovation. Ich konnte meine Show für 10 Minuten nicht fortführen, weil die alle einfach nur gelacht haben. Ja, okay. Und es war so ein, oh mein Gott, was war das für ein unperfekter Moment, der den Abend perfekt gemacht hat. Ich habe tatsächlich gestern eine Nachricht bekommen, weil ich nächste Woche auch wieder in Zürich auftreten werde, von jemandem, der genau in dieser Show 2017 gesessen hat, gemeint, Nick, ich kann mich noch an die und die Story erinnern. Ich freue mich, wenn du wieder in Zürich bist. Ich bin das zweite oder das dritte Mal dabei. Geil. Ist das so dieses unperfekte, aber authentisch sein? Wahnsinn. War das nach unserem Seminar 2017? Nee, es war noch davor. War noch davor. Es war sogar noch davor, ja. Ich muss das sagen, auf diesem Seminar, da habe ich schon sehr viele Techniken gelernt. Aber ich habe noch mehr gelernt, dass ich schon Techniken anwende, obwohl ich gar nicht wusste, dass das Techniken sind. Ja, es ist ja im Endeffekt genau, was du sagst, es ist ja schon alles da. Ja, ja, ja. Und das sage ich auch immer wieder in meinen Coachings mit den Menschen, mit denen ich arbeite und Workshops, die ich gebe. Ich sage immer, auch am Anfang, ich erzähle euch hier heute nichts Neues. Die glauben immer, ich komme und erzähle denen neue Sachen, bringe denen neue Methoden bei, aber mache ich nicht, weil ich brauche es nicht. Es ist schon alles da in den Menschen drin. 100%. Die Aufgabe von mir und von den
Machtkräften in der Zukunft, ja, ist es ja, das rauszuholen, was schon längst im Team drin ist. Mhm. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Und wenn das die Führungskräfte hinkriegen, dann ist das mega. Und wenn ihr dann noch, so wie ihr, wie Nick gerade erzählt hat, in die Sichtbarkeit geht, ja, dann geht es richtig ab, die Post. Und dann braucht ihr euch nicht mehr bei den Mitarbeitern bewerben, weil die rennen euch die Tür ein, weil das ist dann eine Kettenreaktion. Dann werden daraus Markenbotschafter, die andere Menschen begeistern. Und ja. Nick hat hier heute mega Nuggets rausgehauen, ja, obwohl er selber gesagt hat im Vorgespräch, er hat gar keine Mitarbeiter groß. Er weiß nicht, ob er was über Mitarbeiter erzählen kann. Und heute hast du hier Sachen rausgehauen, Nick, als würdest du schon jahrelang Riesenfirmen führen mit weiß ich wie viel Hunderte von Mitarbeitern. Und da merken wir auch wieder, es ist alles schon längst da, weil es ist alles in Nick drin. Er weiß, wie es funktioniert. Und wir dürfen einfach weg von diesem Systemdenken, was ist normal, was erwartet die Gesellschaft, hin zu, was würde ich mir selber denn wünschen? Wie möchte ich denn selber behandelt werden? Was würde mich denn ansprechen, wenn ich im Instagram unterwegs bin oder so? Was will ich denn sehen? Diese Empathie, sich in die andere Person reinzuversetzen, ja. Um wie reagiert man? Oder vielleicht noch eine kleine Geschichte. Ich weiß, ich... ich liebe deine Geschichten, Nick. Wir können hier gerne noch weiter lange reden. In meinem Mentoring oder auch in der Travel-Uni, wenn ich manchmal diesen 1-zu-1-Call habe oder mit Leuten telefoniere oder wenn die sagen, oh Nick, ich würde gerne eine Weltreise machen, aber, und dann kommen ganz viele Ausreden, warum man das nicht macht oder dass die Eltern einen nicht unterstützen und wie sie damit umgehen sollen. Und viele denken, naja, ich plane für mich und ich setze dieses einfach vorgefertigte System, den Plan, eine Weltreise zu machen, meine Eltern einfach vor den Latzen, die müssen halt damit klarkommen. Dann sage ich, das wäre eine Variante. Die zweite Variante ist aber, versetz dich doch mal in die Lage von deinen Eltern. Mhm. Normalerweise ist ja eine Mutter-Kind-Vater-Beziehung geprägt durch Liebe und manchmal auch sehr unterbewusst wollen die Eltern ja nur das Beste für ihren eigenen Schützling. Und wenn die dann mit einem Plan kommt von wegen, übrigens, ich haue in 3 Monaten ab und bin dann für ein halbes Jahr in Südamerika alleine reisen, ohne dass ich Spanisch sprechen kann, dann finden die Eltern das meistens nicht so toll. Und genau das meine ich auch, entwickle Empathie für dein Gegenüber. Und allein ist ein absoluter Gamechanger. Also für jemand, der jetzt zur Welt reisen will, vielleicht noch ein bisschen jünger ist oder noch nicht genau weiß, wie er seine Pläne rausbringen soll, sichtbar wird mit diesem Plan. Ja. Überleg doch mal, wie du reagieren würdest im Körper deines Gegenübers und versuch da doch ein bisschen Empathie zu entwickeln. Und dann sage ich, hey, ganz ehrlich, der beste Weg ist von Anfang an frühestmöglichst ein Gespräch zu suchen und zu sagen, hey Mama, hey Papa, pass auf, ich weiß, ihr wollt nur das Beste für mich, ihr liebt mich und deswegen habt ihr Angst, wenn ich auf Weltreise gehen würde, aber ich glaube, ihr würdet auch aus Liebe handeln, wenn ihr mich gehen lassen würdet, wenn das Küken einfach mal das Nest verlässt und ihr mich dabei unterstützt. Nicht unbedingt finanziell, aber einfach moralisch würde mir das unwahrscheinlich weiterhelfen. Und meine Idee ist es, ungefähr in 3 Monaten loszureisen. Das und das und das habe ich bis jetzt geplant. Ich könnte mir vorstellen, ihr könnt mir bei dem und dem und dem Thema helfen. Ihr könnt die Leute, also deine Eltern, einbinden. Und auf einmal hast du eine komplett andere Situation mit deinen Eltern gegenüber dem Plan von der Weltreise. Ja, voll. Finde ich auch. Apropos Eltern, mein Vater hat immer gesagt, früher auch bei Mitarbeitern schon, Reisende soll man nicht aufhalten. Und oh, wenn du sie nicht aufhältst, kommen sie immer wieder zurück. Ja. Ja, ist so. Nick, jetzt hast du gesagt, bei dir kann man Mentorings machen, dich kann man live auf Bühnen sehen, sogar jetzt schon bald in Zürich. Die Menschen, die jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, der Nick, das ist aber ein cooler Typ. Also erstmal kaufe ich mir das Buch, ist eh klar, ja, und dann gleich das zweite hinterher. Das packe ich hier auch alles in die Shownotes, die geilste Lücke im Lebenslauf und die dunkle Seite. Über die dunkle Seite haben wir jetzt heute nicht so viel gesprochen, aber vielleicht machen wir dazu einfach nochmal einen zweiten Podcast. Gerne. Natürlich gibt es deine Show jetzt wieder on Tour. Wo bist du als nächstes? Erzähl mal. Also aktuell habe ich jetzt für nächste Woche 10 Shows in 12 Tagen exklusiv in der Schweiz mit Explorer zusammen. Als ich das jetzt auch auf Instagram angekündigt habe, haben mir die Leute aus Deutschland und Österreich die Tür eingehauen und gemeint, Nick, und wann pisst du wieder in Deutschland auf? Im Moment sind noch keine weiteren großen Shows geplant. Ich habe am 13., 14. und 20. April noch Clubhüttenvorträge im Globetrotter-Filialen in Wiesbaden, Karlsruhe, Nürnberg.
Aber ansonsten werde ich alles veröffentlichen, wenn es soweit ist. Ich meine, so eine komplette Tour zu planen hat natürlich auch ein bisschen Arbeitspensum in sich. Ja. Und ich habe noch so ein paar andere Projekte in Sachen Adventure Camps, wo ich zusammen mit Leuten irgendwie nach Tagasu zum Surfen gehe. Und noch ein paar eigene Reisen, Mentorings und ja, langweilig wird mir nicht. Wo kann man dich denn finden? Wo kann ich dich buchen? Also am besten guckt gerne mal auf die Webseite von travel-echo.com oder wenn ihr in Kontakt mit mir kommen wollt, super gerne auch über Instagram. Da lebt auch meine Authentizität. Das heißt, ich beantworte jede eigene oder jede Nachricht selber. Deswegen kann es auch manchmal ein bisschen dauern, aber das habe ich mir so ein bisschen... Kann ich bestätigen, ja. Beantwortet wirklich alles selber. Ja, deswegen dauert es halt auch mal ein bisschen, wenn du halt ein paar Follower hast. Aber ansonsten auch gerne einfach mal per E-Mail. Ich mache auch super gerne Keynotes. Also ich war vor meinem Bandscheibenvorfall im September, war ich in Wien auf einer richtig geilen Keynote. Für 2 Tage, richtig geiler Event. Und ich weiß, ich darf hier Firmennamen erwähnen? Ja, mach einfach. Digistore. Also geil. Da bin ich auch selber Kunde für die Travel-Uni. Aber da hat mich der Sven, also der Geschäftsführer Sven Platte, angeschrieben oder der Kontakt kam halt so zustande. Und da hatte ich eine richtig geile Keynote für Digistore. Und die haben auch eine sehr, sehr, sehr tolle Arbeitnehmer- und Arbeitgebermentalität. Ja, cool. Ja, danke für den Hinweis. Vielleicht wäre das auch mal ein potenzieller Gast für diesen Podcast. Bestimmt. Also Sven ist meiner Meinung nach super, super cooler Dude. Wir haben uns auch sehr viel über Reisen unterhalten, weil der auch schon ein paar Mal in Mexiko war. Also mit einem höchst erfolgreichen Unternehmer sich über irgendwelche Drogenkartelle in Mexiko zu unterhalten, hat man auch nicht jeden Tag. Also ich fand es sehr, sehr schön, sehr angenehm. Ja, sehr, sehr cool. Packe ich alles in die Shownotes natürlich, ja. Was würdest du denn abschließend jetzt nochmal ganz kurz, wir haben jetzt kurz ein bisschen zusammengefasst auch nochmal, aber was würdest du als so die Botschaft gerne nochmal rausgeben? Was ist so das, was dir gerade auf der Seele brennt, was du den Menschen nochmal sagen möchtest? Ich glaube, es ist egal, ob es auf Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite ist. Ich habe jetzt schon 2 meiner Learnings rausgehauen. Einmal Fehler machen, einmal nobody gives a shit. Ich würde gerne noch einfach einen dritten dazuhauen, dann kann man es abrunden. Mhm. Ich zeige auf meine Shows sehr oft ein Bild von mir in einem Superman-Kostüm und sage, was ich auch gelernt habe, ist, dein eigener Superheld zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass du mit einem Superman-Kostüm morgen durch deine Stadt rennen musst, aber bildhaft gesprochen heißt es, für dein Leben zu 100% Verantwortung übernehmen. Egal auf welcher Seite, Arbeitnehmer, Arbeitgeberseite. Wenn du dich irgendwo bewerben willst und weißt nicht, wie und was und wo, du bist alleine dafür verantwortlich. Wenn ich nicht angefangen hätte, für mein Leben Verantwortung zu nehmen, würde ich heute nicht stehen, wo ich stehen würde. Genauso ist es wahrscheinlich bei dir. Und dahingehend übernimm Verantwortung, sei dir den Konsequenzen bewusst, aber mit dem Zusammenspiel von das Fehler machen geil ist und nobody gives a shit, bist du verdammt gut aufgestellt. Geiler Satz. Mega. Boom, Mic Drop. Direkt nochmal anhören. Ja, last but not least gibt es hier eine kleine kurze Frage-Antwort-Runde, mein Lieber. Ich stelle natürlich die Fragen, du gibst die Antworten. Du darfst auch mal Sätze vervollständigen. Es sind jetzt auch nur 5, also keine Sorge. Was ist für dich eine Führungskraft? Wir haben jetzt so viel geredet und jetzt kommt mir keine Antwort in den Kopf. Huh? Ich hab so ein Bauchgefühl, dass ich sage, eine Person, die Menschlichkeit versteht. Mhm. Leadership ist? Am Anfang sehr anstrengend. Erfolg ist für dich was? Das Zusammentreffen von Vorbereitung und Möglichkeiten. Mhm. Was bedeutet für dich Freiheit? Letztendlich ist es nur ein Adjektiv für ganz viele verschiedene Dinge wie finanzielle Freiheit, das Freiheit als Wertesystem, sorry, die Antwort wird ein bisschen länger. Für mich bedeutet Freiheit, die Möglichkeit zu haben, früh aufzustehen und zu wissen, du bist gesund, du bist glücklich, du kannst auf dein Leben bisher zurückschauen, ohne dass du irgendein gewisses Gefühl von Reue verspürst. Und
letztendlich heißt für mich Freiheit auch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, also die Möglichkeit zu haben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, wow. Das ist auch nochmal zusammenfassend hier von der Folge. Und last but not least, was ist für dich ein Fan? Ein Mitmensch auf Augenhöhe, der deine Arbeit zu schätzen weiß. Mega. Also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich öfters mal die Herausforderung habe, wenn ich auf der Bühne stehe, und meistens ist eine Bühne etwas höher, dass die Leute hinten dran auch ein bisschen was sehen. Die Leute gucken auf dich hoch. Du schaust auf Leute hinab. Das ist aber leider nur, ich nenne es jetzt mal von der Location her, so gemacht. Mhm. Ich finde es dann immer sehr bemerkenswert, wenn Leute nach meinen Vorträgen zu mir kommen und fast schon ein bisschen schüchtern wirken, so, können wir ein Buch kaufen? Könntest du das signieren oder könnten wir vielleicht zusammen ein Foto machen? Dann bin ich immer derjenige, der sagt, ja klar, komm her, nimm sie einen Arm, mach noch eine Grimasse dazu oder so. Du bist nie besser als ein anderer Mensch. Wir sind alle gleichwertig. Das habe ich wahrscheinlich auch durch meine Reisen gelernt, weil du lernst außerhalb von Schubladen zu denken und auch zu leben. Und das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Da machen wir jetzt nicht noch mehr Schubladen auf, wie, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung, Rassismus und so weiter und so fort. Aber für mich ist es mega, mega wichtig, dass du, egal wie erfolgreich du bist, egal was du schon alles gemacht hast, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich finde, das ist so ein Attribut von Führungskräften und Leader und Manager, die gegeben sein sollte. Ja, ich krieg Gänsehaut. Das war so schön. Ach, Nick. Eine echte Machtkraft, wie aus dem Bilderbuch. Herrlich. Mit so vielen anderen Storys, aus anderen Blickwinkeln. Einfach nur großartig. Ich bin ganz beseelt gerade. Und es ist einfach so schön, das nochmal so von dir zu hören. Und ich wünsche mir wirklich, dass die, die jetzt hier zuhören, ganz, ganz viel mitgenommen haben. Ich habe es auf jeden Fall und bin inspiriert, voller Energie. Bitte folgt auch dem Nick überall, wo ihr ihn findet, und geht unbedingt zu seiner Show. Ich war, wie gesagt, schon da und freue mich, wenn ich wiederkommen darf. Ja, wenn es mal bei mir in der Nähe ist, bin ich auf jeden Fall mit am Start, ist ja klar. Ich freue mich, wenn wir uns auf jeden Fall auch wieder bald mal irgendwo live sehen. Super gerne. Und vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du die Zeit hattest, dabei zu sein. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und jetzt schon ein bisschen überzogen habe. Aber ja, vielen lieben Dank dafür.